Hallo miteinander, dieses Bild, was ihr hier seht, das möchte ich heute übermalen. Wenn ihr Interesse habt, wie das entstanden ist, ich verlinke euch hier noch einmal ein anderes Video mit einem ähnlichen Bild. Ich male heute über dieses Bild drüber und zwar erst einmal transparent. Ich verdünne Magenta mit Wasser und trage es partienweise auf der Oberfläche auf. In die feuchte Farbe tropfe ich gleich Alkohol. Das ist über 90%iger Ethylalkohol. Ihr könnt auch Isopropylalkohol nehmen. Und es entstehen die bekannten Strukturen. Videos zu den Grundlagen der Alkoholtropftechnik findet ihr auch auf meinem Kanal. Hier habe ich noch eine Folie auf die Mitte gelegt. Das muss jetzt erst einmal ein bisschen trocknen bzw. anziehen. An einigen Stellen tupfe ich nochmal die Farbe ein bisschen weg, um die Partien aufzuhellen. Anschließend muss das Ganze komplett trocknen. Mit deckender weißer Farbe übermale ich nun einzelne Partien komplett. Hier erstmal eine große weiße Fläche. Dann mit einem schmaleren Pinsel noch lineare Strukturen, um das Bild, das heißt das, was darunter liegt, aufzubrechen, um es in eine total andere Richtung zu bringen. Wenn ich ein Bild übermale, dann scheinen am Ende immer noch winzige Spuren des ursprünglichen Bildes durch die vielen Schichten durch. Es wird also nie komplett zugedeckt. Hier habe ich mich entschieden, eine weiße, sehr dünne Lasur über alles zu geben, um diese Farbigkeit zurückzunehmen und alles etwas hinter einem Schleier verschwinden zu lassen. Solange die Farbe noch nicht komplett trocken ist, sprühe ich Wasser auf und kippe das Bild. Hier seht ihr ein bisschen, wie diese weiße Farbe in langen Spuren herunterläuft. Und nun trockne ich mit dem Föhn etwas an, und zwar nicht komplett. Die Spuren sollen noch feucht bleiben, weil ich dort mit meinem Lappen jetzt die Farbe wieder wegwischen möchte. Thank you.
Hier seht ihr, ich habe nach dem Trocknen eine weitere Lasur, ein Blau, aufgetragen, einfach nur mit Wasser verdünnt und sehr dünn aufgetragen. Und alle Stellen, die vorher weiß waren, leuchten jetzt in diesem hellen Blau. Und alle anderen Farben werden durch diesen Auftrag auch mit dem Blau gemischt. Es ist dadurch eine sehr tiefe und subtile Oberfläche. An diesem Punkt ist die Zeit für die Ausarbeitung gekommen und ich beginne, wie ich das oft tue, mit der Negativmalerei. Und ich habe zunächst eine helle Farbe mir gemischt, also weiß mit zwei Farben, die im Bild vorkommen. Damit umgrenze ich bestimmte Formen und orientiere mich ein wenig an den Strukturen, die im Bild ganz leise zu sehen sind. Natürlich kann man auch in einer dunklen Farbe negativ malen, das heißt Formen umgrenzen. Durch diese Ausarbeitung in hellen und dunklen Farben bekomme ich mehr Kontraste. Und das ist ganz wichtig für die Bildwirkung. Ich füge natürlich auch Formen ein, die jetzt nicht sich an den vorhandenen Strukturen orientieren, sondern die ich für dieses Bild passend finde. Also ich erfinde auch Formen neu. Während des Malens und Ausarbeitens höre ich auf meinen Bauch und schicke den inneren Kritiker wieder dorthin, wo er herkommt. Es spielt keine Rolle, was später jemand zu diesem Bild sagen wird, sondern es spielt nur eine Rolle, was ich hier richtig finde. Während des Malens nehme ich gerne immer wieder Abstand, um das Bild aus der Ferne anzuschauen. Das kann ich ganz gut, wenn ich es auf einer Staffelei oder wie hier auf so einem Board an der Wand habe. Der Abstand gibt mir erst den Überblick und zeigt mir, wo ich weiterarbeiten muss. Thank you.
Hier füge ich jetzt erstmal eine Art Blase ein oder eine Art Seifenblase, sowas. Das zeichne ich erstmal vor und dann geht es mit Farbe weiter. Ich trage mit einem leicht feuchten Pinsel an der Grenzlinie die Farbe erst einmal auf und dann verwische ich sie mit einem trockenen Pinsel nach innen. Wenn diese erste Schicht getrocknet ist, kann ich an der gleichen Stelle das nochmal wiederholen. Wartet bitte immer, bis die Schicht trocken ist, denn sonst reißt sie ungleichmäßig auf. Hier seht ihr deutlich, dass nach einiger Zeit des Trocknens diese transparente weiße Farbe immer wieder etwas durchsichtiger und blasser wird. Deswegen wiederhole ich diesen Vorgang mehrmals, um den notwendigen Kontrast zu bekommen. Hier bei diesem Vogel seht ihr gleich, wie ich mit mehreren Aufträgen von transparentem Weiß ein bisschen Dreidimensionalität erzeuge. Auch hier füge ich nach dem Trocknen der hellen Schicht jetzt dort, wo der Schatten ist, auch nochmal dunklere Farbe ein.
und erzeuge hier auch diese dreidimensionale Wirkung. In den folgenden kurzen Sequenzen zeige ich nochmal auf vielfachen Wunsch, wie diese Tropfen gemalt werden. Tropfen in diesem Fall auch ohne Eigenschatten und ohne Schattenwurf. Einfach nur mit weißer Farbe und es ist eigentlich komplett einfach. Hier kommt also ein kleiner Lichtpunkt hin auf der Seite, wo das Licht einfällt, und auf der gegenüberliegenden Seite definiert ihr die Kontur des Tropfens. Gleich werde ich euch das auch noch mal etwas näher holen, damit ihr das deutlicher sehen könnt. Hier also nochmal aus der Nähe. Diesmal sind es keine Tropfen, aber so eine Art Perlen. Da es jetzt einfach helle Kreise auf dunklem Grund sind. Also hier der Lichtpunkt und dann auf der gegenüberliegenden Seite halbkreisförmig dann die Kontur nachzeichnen oder nachmalen. So bekommt euer Tropfen oder eure Perle eine Dreidimensionalität. Diese Schatten werde ich in diesem Bild nicht an allen Stellen einfügen, sondern nur an den Stellen, an denen ein Fokus liegt, also wo das Auge hingezogen werden soll und wo es auch etwas genauer ausgearbeitet sein soll. Und wann ist mein Bild fertig? Klar, dann, wenn nichts mehr stört. Ja, hier mein Ergebnis. Ich hoffe, ich habe euch inspiriert. Ihr konntet etwas lernen. Ihr habt Spaß und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss, bleibt alle gesund und zuversichtlich.